Jo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Dota 2 mit Void Spirit. Wir gehen in die Mitte und mal gucken, gegen was ich stehe, ne? Zeus könnte da sein, da brauche ich auf jeden Fall Magic Wand. Ich gehe jetzt mal vom Zeus aus, schon Stick vorbereitet deshalb. Eventuell auch der Invoker oder die Viper. Mein Team hat sich schon bei mir zu Hause versammelt. Da, wo ich mich am heimischsten fühle. Am Tier 1 der mittleren Lane. Können wir gleich mal ein bisschen Party machen mit Sand King und Tiny und so. Kann schon was gehen. Wir haben Long Range Attack Damage. Wir haben Quick Shot, also Dead Shot. Am liebsten würde ich Resonant Pulse skillen. Falls wir jetzt eine Kill-Gelegenheit finden, die ohne Aether Remnant nicht drin ist, dann mache ich vielleicht auch das. Mal gucken. Aber Pulse ist ganz nice auf Level 1 für die Lane. Können wir einen Range Creep oder so perspektivisch mit sichern. Ich dachte kurz, wir sind zu spät losgelaufen, sind wir aber nicht. Ist immer so die Sache, ne? Ich könnte auch zurückbleiben und Creeps blocken. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Lust mitzumachen, wenn ich hier viel zu spät komme. Oh Gott. Kriegen wir nicht. Das ist richtig, richtig schlecht. Das kriegen wir wahrscheinlich auch keine Bounty. Ja. Der Deadshot hat gemisst. Das hat wehgetan. Immerhin kriegen wir zwei Bounties. Ich block die gar nicht. Da soll die ruhig mal Dollar. Ja, perfekt. Den habe ich nicht denied. Das sah für mich gut aus. Ich glaube, ich habe noch schneller angegriffen, als ich dachte. Ey, unlucky, Mann. Oh, na gut. Es war nicht mal knapp, die hätte ich niemals verteidigen können, ne? Vor den Tower-Hits. Ja, es gibt mal Remnant. Ich habe hier einen Sentry. Gar nicht so schlecht, aber hat leider nichts entdeckt. Hätte ich gewusst, dass der Invoker hier steht, hätte ich nicht Stick zuerst geholt. Ich hoffe, es ist okay, den Bracer zuerst zu holen. Mal sehen. Vor der Bottle, meine ich. Könnte sich als Fehler herausstellen. Aber wir haben halt drei Tengus, wir haben Stick Charges. Invoker ist jetzt nicht so ein Runensammler. Ups. Oh, das war schlecht. Weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Nice, hat er mir gelassen. Ich glaube, gegen Invoker mit Forge Spirits ist es sowieso nicht easy jetzt. Expectations altered. Keine Ahnung, warum ich gerade keine Aggro gezogen habe. Der Creeper hätte eigentlich mitkommen müssen. Echt doof gelaufen. Habe ich auch nicht bekommen, den Creep. Irgendwie ist er nicht durchgegangen, der Puls. So, wir haben kein First Blood bekommen. Ist immer noch scheiße mit dem Zeus. Hätten wir den einfach mal gekillt. So schnell ändert sich alles in Not, ne? So knappe Nuancen. Oh, oh, hab ich mich vertan? Oh Gott. Ich glaube, ich brauche keinen Branch benutzen hier. Ich hasse das, gegen Forge Spirits Invoker in der Mitte zu stehen. Ist normal, dass man da nicht so viel bekommt, aber ich mag es einfach nicht. Es fühlt sich nicht richtig an.
Oder sogar seinen eigenen blöden Dings denyen, der alte Triad. Ist der hier wieder nicht ordentlich mitgekommen? Ich hätte doch einen Branch benutzen sollen, scheinbar. Das fängt ja nämlich an, die Runen zu denyen. Ah, er hat die denied. Ich hab's gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also ich habe das Projektil nicht gesehen, nur die Animation. Dachte, was macht er denn da? Ich meine, wir sind fein. Wir sind nur unterfarmt. Ärgert mich, weil ich mehr haben könnte. Aber es ist jetzt nicht super schlimm. Ich krieg mein Zeug schon. Wir haben ihm eben auch ein paar Range Creeps wegdenyen können. Ganz gut. So langweilig dagegen zu spielen irgendwie. Aber Whitesword macht sowieso, finde ich, später deutlich mehr Spaß als jetzt. Schon lange nicht mehr gespielt im letzten Gameplay halt, aber... finde eigentlich, das ist ein ganz cooler Held, der mir Bock macht. Ich warte noch mit der Rotation. Warten wir auf 6, bevor wir irgendwo hingehen. Ey, selbst dafür reicht sein Schaden. Check ich auch nicht, wie er den geblockt hat, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Weil ich hab den extra so gestellt, dass er ihn trifft und nicht den Forge Spirit. Es hat trotzdem den Forge Spirit geglitscht. Ich schieb's jetzt einfach mal auf Pech. So, ich werde auf die Rune gambeln. Krass, dass er den erwischt hat, den Ward. Ich habe das Gefühl, es ist die ganze Zeit so knapp irgendwie. Ich mag sowas nicht, das ärgert mich. Viper ist ein schwieriges Ziel. Zeus ist ein gutes Ziel. Ohne Boots eigentlich schlecht. Aber ich probiere es jetzt trotzdem. Der wird auch schon 8-mal misskrakeelt haben. Der Kollege aus der Mitte. Go, Zeus. Hat er jetzt einen Sentry? Weil er hat ja davor gewartet, ich hätte schon früher da sein können. Das hat er niemals so eingeschätzt. Ich habe das TP abgas. Ich meine, dass die den auf dem Schirm hatten, den Gang vielleicht. Go ihn doch. Ey, ich check nicht, warum er ihn nicht goat. Er wäre gestorben mit Tiny. Was nimmt man da? Trinket? Handle? Oh ja, Broom Handle. Mal sehen. Ah ja, man kauft mittlerweile Mage Slayer auf dem, ne? Hoffentlich ist er unten. Invoker ist missing, kehrt top. Ich glaube, sie war unten, als sie den Knight. Immerhin. So, wir haben nicht ganz so viel Mana. Es sind keine Kills da. Soll ich erst noch Faceboots gehen oder straight up Mage Slayer? Komm, probieren wir es einfach mal.
Kann mich Fischer killen mit Sunstrike und so? Das ist schwierig, ich glaube eher nicht. Ich schmiede gerade so ein bisschen meinen nächsten Plan, Leute. Eigentlich würde ich gerne unten helfen, aber das ist durch, das Thema. Denke ich mal. Ich habe jetzt gerade keine Rune Vision. Kann die killen, wenn ich volles Mana habe, glaube ich, mit ein bisschen Hilfe. Gucken mal, ob ich die nächste Rune bekomme, mit Dash und so. Vielleicht habe ich hier Glück. Ich werde mich aber für eine Seite entscheiden müssen. Schön, schön, schön. Ich hatte da so Angst, dass der Invoker irgendwie mein TP abbricht. Remnant schlägt da jetzt vor. Ja, finde ich gut. Machen wir so. Das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich jetzt in die Base hätte gehen sollen, anstatt zurück in die Mitte. Weil ich nicht mehr viel Kapazitäten habe. Hat sich erledigt. Just another bounty. Ich weiß nicht, wie viel ich damit machen kann, wenn ich ehrlich bin. Aber es war schön gemacht vom Tiny. Es reicht jetzt, damit ich auf die nächste Rune warten kann. Vielleicht kriege ich die wieder. Nein! Scheiße. Okay. Dass er mich mit dem Sunstrike sniped irgendwie. Die hat mir die Bottle nicht gegeben. Geil, nette Idee. Everything in its time. Jetzt werde ich einen Dust kaufen. Egal, ich probiere erstmal Mage Slayer zu bekommen. E-Slot-Probleme. I can gank bottom, I have double damage with TP. Yeah, just ping if you need. Miss Invoker. Ist wahrscheinlich farmt er nur Creeps, aber naja. Ah, da ist er. War jetzt ein sehr umständlicher Kill, aber hey, wenigstens einer, die hat nicht mal den Treant bekommen sonst. Bin ziemlich unterfarmt, weil wir auch nicht die Last Hits in den Ganks kriegen. Und mit der auch nicht gut lief. Vielleicht ändert sich das, wenn ich Mage Slayer habe. Ich freue mich drauf, das mal zu probieren. Hab seit Mage Slayer kein Void Spirit mehr gespielt, also könnte ganz cool werden. I cannot let you win.
Nett vom SK. Die Draw von Mitte ein bisschen. Krieg ich den zusammen auf dem Rückweg? Ja, krieg ich. Ich werde mich jetzt ganz bestimmt nicht beim Schaden verschätzen. Das wird super. Ach, ich gehe einfach nochmal sicher. ja, das müsste jetzt genau hinkommen, oder? Tiny ist gestorben. Die Botlane ist eh hart unter Bedrängnis, aber es ist eben auch eine Viper. Wir haben den Tower immerhin noch. Ich glaube, Late sieht es bei uns ganz nett aus. 15 Gold. Ich verzichte jetzt mal knallhart auf einen TP und Lauf aus der Base. Es macht gar keinen Sinn. Es macht gar keinen Sinn. Ich kaufe einen TP, gehe irgendwo hin, farm. Und hol mir dann den Mage Slayer. Der Rest ist Quatsch. Ich hätte Bock auf Faceboots danach. Könnte echt Desolator gehen, hätte ich auch Bock drauf. So ein bisschen Damage. Frage, ob wir tanky genug sind, nur mit Mage Slayer, aber muss reichen, oder? Ah, ich hab Bock. Ich habe ja auch Bock auf Desolator, also mache ich's. Blight wäre natürlich schon mal ganz nice. Ich finde das ganz geil, dass meine Draw die Mitte farmen kann, auch wenn mir das ein bisschen Möglichkeiten nimmt. Oha. Ah, den hätte ich nochmal stacken sollen. Mache ich auch gleich. Ich warte hier und stack die. I will stack Ancients one more time, then we can go. Klappt das jetzt? Ein bisschen komisch gelaufen. Oh nein, es klappt nicht. Fuck! Oh, was war denn mit dem einen Typen los? Hat irgendwie nicht so viel gemacht, wie ich jetzt dachte. Unser großer Verteidiger. Ich meine, wir haben den Tower gehalten, aber nur den Shaker. Remnant war super geil, aber hätte ich ihn minimal schneller rausbekommen, hätte ich seinen Echo Slam abgebrochen. So unterfarmt. Aber ey, mitten zur Zeit sind eben manchmal so. Die machen viel Action, die Draw kriegt viel Space. Ich farm es nicht, ich gehe zum Zen King. Ich farm es lieber, ich gehe nicht zum Zen King. Dorm müsste so geil gefarmt sein, ja. Der hat richtig Farm. Eigentlich ist auch gerade so ein Moment, wo ich Dust holen sollte, glaube ich. Ah, der war schlecht gesetzt. Ich dachte, er versucht, an ihm vorbeizukommen. Ich hätte ihn auch nach so setzen sollen, dass er zu mir läuft. Ich glaube, den hätte ich vielleicht nicht killen können, aber ihm sehr gefährlich werden können. Sehr, sehr gute Aktion. Das Team ist dabei. Schaden, Mana Regeneration. Oh, ist einfach zu leicht hier. Hätte ich gar nicht sammeln müssen. Keinen Sinn gemacht.
Die Viper da bleibt. ITP-Bot, if she stays. Sand King. Ich freue mich so, dass wir Deso gehen. Ist bestimmt nicht mehr das Beste, aber who cares. Hat der Dagger? Ja. Ah, ich hätte es vielleicht. Das war knapp. Easy. Oh oh. The end is nigh, meine Freunde. Ey, Mage Slayer ist abartig. Insane, dass ich das überlebe. Kein Dagger. Viper hat natürlich viel. Aber nicht den Tower bekommen. Torwart hier Agar. Oh, geil, eine Schilddrohne. Team spielt gut. Oh, er überlebt! Netter Sunstrike. Oh, haben sie mich gesehen. Nicht gut, das haben wir mit verloren. Wir bedrängen die Mitte hier kategorisch. Immer draufbleiben. Macht bestimmt bald keinen Sinn mehr, dann werden wir alle vernichtet, aber egal. Schildrun ist so stark. Okay. Alles klar. Sorry. Ich Idiot, Mann. Ich wusste, er wartet ein bisschen, weil er denkt, ich mach erst das Simulate mit der Zeus Ulti. Und dann dachte ich jump erst. Und hätte ich es wirklich direkt danach gemacht, hätte ich es gedodged. Hätte mich mein Leben lang gefeiert, aber nein. Ja, war auch ein übler Misstep. Ich dachte nicht, dass sie hier sind. Ich habe nicht mit gerechnet. Sehr viel Lockdown vom Shaker. Wenn er dann mal dran steht, ne? Kannst dich eine Weile nicht bewegen. Ich habe jetzt keinen Streak oder so, weil ich bin ja Assist-Sammelmaschine. Trotzdem unnötig. Ich liebe Voidsbird einfach. Was ist das da? Das sieht ganz geil aus. Wir sind ja auch Universal. Dragonsky ist auch nicht schlecht, aber das ist bestimmt besser. Wenn die ihn silenced, könnte er sterben. Oh, der hat einen Dagger. Hab ich nicht gesehen. Ist ja blöd gelaufen. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihn halt erst angedasht. Interessante Wahl auf Invoker, da so Dagger zu kaufen. Ich stehe voll in Draws-Rotation. Das reicht nicht, ne? Nee. Na gut. Den Remnant davor nicht benutzen sollen. Mal zu greedy, ihn da zu snipen. Mage Slayer ist absolut krank auf dem Helden. Diese Tankiness genau, was er braucht, hab ich das Gefühl. Kaya Sange als nächstes, klingt doch auch nicht schlecht. BKB wäre wahrscheinlich ziemlich gut tatsächlich. Aber Kaya Sange ist gut, gefällt mir. Bisschen Allround. Wie nett ist denn eigentlich diese Muerte, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich hoffe, ich denke dran, die zu kommenten. Hi.
müssen wieder nach oben aufschließen. Ich weiß, ein paar Gegner sind unten, aber ich wusste, hier kommt eine DD. Nein, ich dachte, vielleicht erwischen wir da den der da rumgekreucht ist hier. Da ist er. Frage, ob ich überhaupt gebraucht werde. Mal sehen. Nope. Was für ein Kampf. Und er heilt mich sogar. Das übersetzt bedeutet, ich muss nicht auf die Globals achten, die in 40 Sekunden wieder da sind. Also Sunstrike zumindest könnte da sein. War einfach nur wichtig, den Shaker-Stunts auszuweichen, glaube ich. Das war so die eine Komponente, die da sein musste. Ich mache das ganz bewusst so, das TP, damit die Leute gar keinen Bock haben, Highground zu gehen von mir. Und das wäre jetzt genau zu viel, glaube ich. Eine Wave geht noch. Wir haben auch ein entspanntes Sage, sind endlich ein bisschen tanky. Remnants gewähren klar, das klingt ja langweilig. Ist eigentlich ganz schön gut, ne? Gerade gegen den Invoker. Aber Schaden mit Resonant Pulse finde ich geiler. Mehr Bock drauf. Mein Team sorgt schon für Vision. Ich weiß auch gar nicht, ob der Invoker den Unsichtbarkeitsknopf kennt. Ah, das ist natürlich frech. Ja. Ich habe noch damit geliebäugelt, die Illus zu bekämpfen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, damit er halt die Kohle nicht kriegt. Aber ja, Manta Shard, Witchblade. Der ist stark tatsächlich, der Kollege. Der ist sehr stark. Ich gehe mal ganz kurz nur Base, um so Taktikbesprechungen mit euch zu machen. Die Draw hat gleich BKB. Er geht Shivas, hat auch ganz gut Items. Tiny geht's okay. Zeus ist ein gutes Ziel nach wie vor für mich. Eigentlich sind alle okayisch zum Angreifen, würde ich sagen, von den Gegnern. Verkaufen wir den mal. Ah ja, Zeus ist einfach krass. Der ist zwei Level über den Mitten. Wenn wir jetzt Invoker Dagger abbrechen, können wir ihm schon gefährlich werden. Ist zwar der echte, aber ist einfach schon so ein Tick zu stark. Tiny hat Dagger. Ist halt schon nice, mit dem Tiny zusammenzuspielen für mich. Ich wusste gar nicht mehr wohin. Zwischen Deadshot, Remnant und Toss. Ich würde gerne Mitte pushen. Obwohl, es macht keinen Sinn, da ist kein Tower, deshalb hat der rumgepinkt. Should push top, I think. Or bottom. Ich gebe jetzt keinen Cooldown hier aus, ich reiß mich zusammen. Unten ist eigentlich besser, weil die Wave reingeht in einen Tower. So forcieren wir einfach nur einen Kampf, den wir vielleicht verlieren. Aber da wir einen Pub haben hier und gebündelt gerade stehen, würde es sich schlecht anfühlen, das jetzt zu lassen. Kann ja auch klappen. Checker Dagger. Checker ist Dagger. Jetzt geh weg. Smoke wäre hier nice gewesen. Ah, ist nice, ein Shivas. Fahren wir mal jetzt lieber. Oh Gott. Schlechter Winkel.
Oh, da brauche ich eine Weile hin. Aber es sind noch nicht alle Gegner. Ich hätte unten bleiben sollen, gegen den Invoker kämpfen sollen. Also es ist korrekt, wenn man das Intel nicht hat, dahin zu laufen, aber ja. Jetzt bin ich schlauer, der pusht halt hier konstant. Nice. Draw zu stark. Can we go bottom, guys? Nice. Abgefangen. Ob das was wird für die Gegner? Ne, kriegen sie nichts zurück. Sehr, sehr nice. Schöne Rotation. Mal auch nicht immer, dass sie das machen, was man sagt. So eine Haste. Ich nehme die jetzt mal nicht. Your middle tower is under attack. Dire structures. Optimistisches TP, würde ich sagen. Tormenta ist ab hier. The enemy's bottom tower has fallen. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Was kaufen wir? Schad? Agar? Ich finde Agar geil hier. Ich gehe Agar. Verkaufe ich jetzt ganz dreist die Bottle anstatt dem Bracer? Wollte ich eigentlich nicht machen. Ja. Wow, Missklick. Ich hab missklickt. Ich glaube, ich hab Doppelklick. Nee, dann werde ich nicht da hingehen. Nee, ich hab einfach missklickt. Ah, niemals sterbe ich da. Ohne den Missklick. Und der Sunstruck war auch noch relativ lucky, weil ich einen Tick stehen geblieben bin, um den Remnant zu setzen. Hätte vielleicht auch so getroffen. Knappes Ding. Also Agar wollen wir auf jeden Fall. Alternative wäre sowas wie Travels oder so jetzt für die Slot Efficiency. Ogre Seal. Das ist gut hier. Das Shell. Ah, eigentlich ist Bottle schon besser als Bracer. Ich mag halt die 25 Minuten Bracer gerne. Gerade auf einem Universal Helden. Boah, es gibt schon viel Stats. Mal sehen. Your middle tower has fallen. Ah, wenn man schon fast gewonnen hat, ist immer noch gut für so einen richtig dämlichen Tod. Weißt du, gut aus der Kampf. Bisher. Spät, wenn ich jetzt reingehe. Ah, er hat noch Boros Strike. As I will. Ich glaube, hier können wir gar nicht so viel machen. I think we should go Rosh. Nein, der nimmt meine Wave. A powerful manifestation bounty. Der Tod hat mich echt gekostet. Bin jetzt viel zu spät mit dem Agar-Timing. Hoffen wir mal, dass uns der Shaker jetzt nicht einen einschenkt, aber direkt nach dem Kampf, ich glaube, der hat das Slam benutzt. Müsste es eigentlich passen. Könnte hier jemand mehr helfen? Bitte use Slam in the fight.
Sie wissen es. Kann man aber schon catchen, der Tiny steht gut. Oh shit, die haben die Lore gekillt. Die war ganz oben allein. Der hätte ich nämlich ganz gerne das Agar gegeben. Aegis of Voids wird aber ziemlich nice. Ob das so eine gute Idee war? Ich weiß nicht, wo er ist. Oben, ne? Ich glaube, er ist oben. Ach, keine Ahnung. Ist egal. Ich gebe auf. Der steht da bestimmt neben uns. Der Senken kriegt gerade sehr viel dicke Waves, was nicht schlecht ist. Noch geholt. Ups, meine Bottle ist im Rucksack. Ah, egal. Gut, gegen die Lust gewinne ich nicht. Sehr gut aus. Oh, Aegis of Voidsbird ist so gut, Leute. Das ist unglaublich. Du kannst halt genau sowas machen. Komplett auf den Zeus committen. Wenn wir den kriegen, ist halt auch schwierig für sie. Ganz großer Kampf. Dieser Held hat sich auch echt ausgezahlt, da hat sich mir gut angefühlt. Und die Draw, ne? Man merkt einfach die Items und den Damage, den sie mittlerweile macht, wehe. Ist nur eine Viper. Reißt sich zusammen. Interessanterweise so ein paar Missklicks. Ich bin auch gerade nach vorne statt nach hinten gelaufen. Ein weiterer Ring mit Dissimilate. Wieder Aufladezeit für Esso-Step. Ah, der Step ist schon nice. Obwohl ich Agar hab für Dissimilate. Ist für Pulse. Dissimilate ist dieses Ring. Ah, das Ding. Nee, dann nehmen wir die wieder Aufladezeit. So, TP. TP. Ich behalte gerade die Bottle noch im Rucksack für etwaige Runen. Können wir mit Bracer dann immer austauschen. Ich denke, ich würde Desolator als nächstes gehen. Der ist getriggert, der Trin, der hat auch kein gutes Spiel. Er wird noch mehr gehen, mal sehen. Konzentrieren uns auf die Top-Lane, da kommen wir natürlich dazu. Ich glaube auch eigentlich, will ich keinen Ball wegbehalten. Bring noch eine Wave mit. Wir müssen gar nicht so weit vorne stehen. In der Draw. Never mind, sie hittet nicht. Nächste Wave. Invisibility.
Hard Buyback, schade, sonst will ich nochmal rein. Silenced. Ist tot. Probieren wir es einfach. Es ist einfach zu leicht. Wenn man eine Dwarf im Rücken hat, die 90% des DPS macht. Geiles Spiel, ey. Hat schon richtig Laune gemacht. Wahrscheinlich könnten wir finishen, aber ich gehe jetzt mal nach. Okay. Ich glaube, ich bin nach unten gegangen, ehrlich gesagt. Fast noch das Daedalus bekommen. Also es ist easy, deshalb meine ich das. Ich glaube, ich bin nach unten gegangen, obwohl das hier easy ist, das zu holen. Einfach so Pub-Mentalität. Immer erst die sicheren Objectives, aka sehr langweilig sein. Ja, das war schön. Cool, wenn ihr bis zu diesem Zeitpunkt beigewohnt habt, liebe Freunde des Void Spirits. GGWP, vor allem sehr gutes Team gehabt. Ne? Unabhängig vom Spielerischen, ich glaube, Level war hier eher low, aber nette Menschen. Ja. Sind den Calls so ein bisschen gefolgt, haben auch ihr eigenes Ding gemacht, haben ein paar gute Aktionen gemacht. Ich werde die alle kommenten, weil es mit denen allen Spaß gemacht hat. Und ich denke mal, das hat auch gestimmt mit der Draw, ne? Ja, guck mal, die Draw hatte recht viel Space und war dann so bei Minute 20 schon echt sehr reich. Ich war leicht unterfarmt, habe ich auch gemerkt. Aber ich war knapp dran, zumindest. Das ist auch nicht so schlimm, glaube ich, gerade für einen Void Spirit. Wir hatten ein paar hundert Gold weniger als der Invoker, ist fein. Klar, am Ende sieht es ein bisschen rosiger aus, haben wir auch gewonnen gehabt. Vor allem ist es so nice, wenn du es schaffst, so ein paar Sachen auszuweichen mit Mage Slayer und dann aber welche danach tankst, also auch mal ne, ein bisschen reingehst oder so, hältst du was aus, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Und die Kombination Kaya Sange und Mage Slayer macht dich schon sehr, sehr sustainable. Arganis hat sich auch super hart ausgezahlt, fand ich, der Silence. Das war schon edel. Ich habe einmal vergessen, dass ich ja zwei Charges habe durchs Arganis. Aber das war nicht schlimm. Konnten wir danach nochmal richtig schön mit dem Silence abfacken. Und ja, Desolator haben wir so schnell Charges bekommen, dass das sich im Endeffekt auch als super Wahl rausgestellt hat. Und ja, relativ einseitige Runde, würde ich sagen. Ne? Ja, es ging eigentlich. War schon eine Weile umkämpft. So bis 20 Minuten habe ich es auch genauso empfunden, nur ich habe mich wohlgefühlt eben wegen der Draw. Und dann eigentlich auch nicht so krass gewesen. Ne? Auch hier war unser Vorsprung nicht so hoch, wie ich dachte. Der war schon da, aber er war nicht so hoch, wie ich dachte. Gerade bei XP war noch komplett ausgeglichen. Dann haben wir es einfach beendet. Die Draw und ich. In so einer kleinen Duo-Aktion. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oder auch auf Twitch am Montag oder so. Und lebt wohl. Tschüss.